dem Architekturbüro Löhle und Neubauer ist hier ein sehr zukunftsweisender Bau gelungen. Ein hervorragender Punkt ist, dass die Trennung des Öffentlichkeitsbereichs vom Mitarbeiterbereich erfolgt. In Bezug auf die Sicherheitslage, es finden zwar immer bei Gericht Eingangskontrollen statt, aber nichtsdestotrotz verbessert eine Trennung deutlich das Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeiter und ist auch für die Personen, die die Gerichte besuchen, ein professioneller Öffentlichkeitsbereich, eine wichtige Bereicherung. Es waren die Vorgebäude deutlich baufällig. Es ist jetzt ein komplett sanierter Mitarbeitertrakt mit neuen Böden, neuen Wänden, eine Komplettsanierung, sodass da die Aufenthalts- und Arbeitsqualität sich deutlich steigern wird. Besonders ist hier mit Sicherheit die unmittelbare Nähe zwischen Altbausubstanz, historischer Substanz und dem Neubau. Der Neubau ordnet sich einerseits gestalterisch unter durch seine Höhenentwicklung, gleichzeitig setzt er aber auch bewusste Kontraste durch die Form- und Materialwahl. Also wir haben da ein Spannungsverhältnis. Und interessant ist auch sicherlich die Lage hier an der Geländeschwelle zwischen dem Stadtgelände und dem Gelände des Jordanparks, in den sich das Gebäude wunderbar einschmiegt. Das Thema Ressourcen ist ein Megathema für das Bauen generell und natürlich auch hier. Der beste Neubau ist der, den man gar nicht braucht. Etwa ein Drittel der Bausubstanz ist nur Neubau, zwei Drittel ist im Bestand, sodass man hier sehr große Einsparungen erzielen konnte. Den Architekturpreis des Bezirks Schwabens entgegennehmen zu dürfen, ist für uns eine ganz große Ehre. Und zwar ist es vor allen Dingen die Wertschätzung für alle Beteiligten am Bau. Es sind also nicht nur wir als Bauherrnvertreter, sondern es sind vor allen Dingen die Fachplaner, die wirklich großartige Arbeit geleistet haben. Und ein großer Dank geht auch an die Nutzer für die lange Geduld, eben auch für die Bauzeit, die überstanden wurde.